Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Crafter. Ich will immer Eco sagen, weil ich von Eco noch aufgenommen habe. Oh, ja. Warte mal, wo müssen wir mal zurechtfinden? Da. Supi. Läuft erstmal. Dann müssen wir hier noch zwei auf jeden Fall hinstellen, wo wir noch Blumen und Stoff und sowas reinmachen. Obwohl Stoff muss nicht unbedingt hier unten sein. Ja, Essen und Trinken. Trinken könnten wir eigentlich extra machen. Dass wir noch mal ein für Trinken machen. Na. Wir können ihn auch so drehen. Stimmt. Ich vergesse das immer wieder. Dann machen wir hier mal Trinken rein, würde ich sagen. Trinken. Trini kennen. Okay. Trinken. Ja, Trinken haben wir da noch drin. So. Dann können wir hier schon Trinken drin sammeln. Alles klar. Davon haben wir jetzt nichts mehr. Das heißt, wir müssen jetzt bald sowieso suchen gehen. Alles, was Eisen und sowas angeht. Ich habe gedacht, wir sind eigentlich schon ganz gut mit dabei mit der Eisensuche, aber. Ja, das können wir auf jeden Fall mal rüber nehmen. Stoff nehmen wir auf jeden Fall noch nicht mit rüber. Das nehmen wir hier auf jeden Fall schon mit rüber. So, dann haben wir den und den haben wir hier schon mal fertig. Kobalt, ja. Wir brauchen, denke ich, erstmal oben Kobalt. Die Ecke. Meine zwei Schränke würden ja erstmal reichen. Pro Station. Dann würde ich sagen, fangen wir doch am besten gleich hier an. Erstmal zwei Schränke und dann Kobalt. Machen wir auch nochmal. Okay. Kobalt. So, Kobalt haben wir jetzt noch nicht mit dabei, aber wir haben noch ein bisschen was zu essen mit dabei. Dann kommt hier auf jeden Fall der nächste Schrank hin. Können wir noch einen machen? Leider nicht. Dann würde ich sagen, Silizium, wa? Silizium. Dann können wir das nämlich schon mal hier loswerden. So. Silizium. Oder reicht das mal ein Schrank für Kobalt? Und dann gucken wir, weiter. Erstmal in die Ecken. So Stoff und sowas könnten wir dann ja in die Mitte hinpacken. Was wollte ich jetzt haben? Hier könnten wir, naja, wohl Eis verschwindet nachher. Könnten wir vielleicht auch nur einen Schrank in der Mitte machen? Hier könnten wir denn ja Kobalt, Eisen haben wir, Magnesium. Magnesium. So, dann können wir nämlich schon mal die ersten Sachen rüberholen. Das war jetzt nicht so interessant, aber so eins nach dem anderen kommt jetzt dann dementsprechend rüber. Ja, es wäre vielleicht sinnvoll, mal kurz vorher die Taschen leer zu machen. Das sieht aus wie so ein Raumschiff. Ich meine, das könnte man oben hin machen, ja, aber hier unten irgendwie. Silizium, ach nee, Magnesium wollen wir haben. Magnesium. Essen haben wir auch noch mit. Essen und Blumen. Essen können wir jetzt erstmal damit reinmachen. Blumen machen wir da jetzt auch erstmal mit eben kurz rein. Und hier machen wir das Eis mal eben mit rein. So. Hui. Dann haben wir das nämlich schon mal. Dann müssen wir nachher nochmal die Sonnenteile irgendwo hinbringen.
So, Magnesium. Den können wir auf jeden Fall abbauen. Dann nehmen wir uns Kobalt. Dann machen wir das nämlich eins nach dem anderen leer und bauen uns dann gleich ab. Noch eine Etage oben drauf, wo wir dann so Iridium, Uran und sowas lagern können. Dann sollte das eigentlich relativ gut sein. Magnesium haben wir hier noch ein bisschen. Dann haben wir hier noch... Kobalt. Kobalt. Also ein paar könnten wir tatsächlich noch oben drauf machen. Warte mal, wo ist denn jetzt die... Da ist die. Alles klar. Dann können wir die nämlich schon mal... Eisen fehlt. Alles klar. Legierung und Titan. Runter, runter. So bis unten, ja. Gut. Vielleicht machen wir das da oben auch ganz sogar unten. Also, war verwirrt. Silizium. Ja, gut, mit der nächsten Fuhre wird das denn. Dann haben wir das schon mal alles weg und dann könnten wir eigentlich groß wieder sammeln gehen. Und nochmal alles wieder leer machen. So. Silizium. Ist das Kobalt? Nee, das ist Magnesium. Das. Kobalt. Dann könnten wir eigentlich ja noch mal ein Teilchen hier machen für Titan. Titan. Dann haben wir das nämlich auch schon mal aus dem Inventar. Ah ne, wir sind ganz unten. Gut. Muss man ja irgendwann dran gewöhnen. Ich hatte mich gerade an das andere Ding gewöhnt. Bist. So. Dann haben wir hier nur noch Silizium drin. Können wir das hier abbauen. Das hier abbauen. Das hier abbauen. So, jetzt müssen wir ziemlich voll sein. Ja. Da liegt jetzt wahrscheinlich irgendwo irgendwas auf dem Dach rum. Das fällt da hoffentlich gleich runter, wenn wir das andere dann abbauen. Das müssen wir dann ja auch erstmal reinbauen. So. Kobalt haben wir nicht mehr. Silizium. Eine Menge. Titan und Eisen haben wir jetzt noch. Titan und Eisen, das heißt, wir könnten eigentlich nochmal um die Etage eigentlich ausbauen. Na? Nein? Da war ein bisschen machen. Okay, jetzt haben wir gar kein Titan mehr. Alles klar. Gut, das müssen wir ja sowieso noch alles dementsprechend vollstellen. Hier könnten wir zum Beispiel Stoff reinmachen. Oder Legierung. Obwohl Legierung. Ah, im Moment können wir da Legierung reinmachen. Legierung und Eisen. So, dann haben wir das nämlich hier raus. Okay. Leuchtet der Sand da so? Das ist kein normales Sandverhalten. Die leuchten eigentlich nicht. Ach, da hinten haben wir ja auch noch alles voll. Stimmt, da war ja was. Oh, ja. Warte mal. Dann können wir ja die hier abbauen. Und dann von draußen können wir die abbauen. So, dann können wir die da auch abbauen. Dann haben wir jetzt ja nur noch den ganzen Rotz hier. Bevor wir das jetzt gleich alles rüberspulen. Ja, da müssen wir sowieso dann nochmal gucken, wie wir das denn am besten machen. Im Moment haben wir gar kein Eisen mehr. Obwohl, ein bisschen Eisen habe ich jetzt ja wieder gekriegt. Also das heißt, die nächste Etage könnten wir eigentlich schon mal anfangen mit
Alu und Iridium. Alu. Alu. Dann machen wir hier Iridium. Und nein, ich bin nicht groß und wahnsinnig. Da. Iridium. Iridium. So, dann einmal wieder nach unten, weil wir müssen hier wieder Stoff und sowas reinpacken. Ah, Nahrung und Hydration, alles klar. Eisen packen wir erstmal damit rein. Oh, Eisen hätten wir eigentlich auch mit. Warte mal, haben wir noch mal dreimal Eisen? Ne, haben wir unten. Warte mal, ich muss ja. Warte mal, ich muss nach unten. Nee, Titan und Kobalt haben wir jetzt nur. Titan und Kobalt. So. Müssen wir mal kurz was essen und was trinken. Essen. Super. Trinken. Auch gut. Siehst du wohl. Heute ist Aufräumtag. Den da raus. Ach du Kacke. So, den weg. Dann nehmen wir auch den ganzen Teil schon mal wieder mit. Also nochmal umziehen möchte ich denn aber nicht. Dann reicht das aber auch mit dem Umziehen. So, dann was haben wir jetzt alles mit dabei? Ja, Legierung haben wir hier noch mit dabei. Können wir das mal hier reinpacken. Eisen brauchen wir oben gleich. Iridium. Iridium. Und Iridium. Doch mich Iridium brauchen wir mich gleich noch mal einen ganzen Schrank. Das schreibe ich jetzt allerdings nicht rauf. So, nee, falsche Etage. Ätzend. Alles ätzend. Dann können wir nachher ja noch die Upgrades machen auf den T3. Ja, ich würde sagen, das ist voll. Sehr schön. Toll. Uran brauchen wir auch noch. Dann würde ich sagen, müssen wir dann noch mal gucken, dass wir noch mal extra welche machen für Stäbe und sowas. Zack. Alu hatten wir jetzt gar nicht mit dabei, ne? Das ist nur noch Iridium. Iridium. Ah ne, mach ich denn? Iridium ist tatsächlich voll. Da packen wir jetzt auch erstmal den Stab mit rein. Hier haben wir noch nichts extra. Ja. Dann müssen wir noch einmal Uran machen. Warte mal, das ist jetzt Iridium. Dann machen wir denn hier Uran hin. Uran. So. Und dann müssen wir da Eisen hin machen. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwas kriegen. Obwohl, ich könnte Eisen eigentlich auch hier nochmal welche hinmachen. Und dann noch mal welche hin machen. Das würde ja auch gehen. Dann machen wir die Etage tatsächlich richtig voll. Guck mal, Essen hatte ich jetzt noch mit dabei, ne? Essen, ja. Zack. Okay. Supidupi, das läuft doch. Das läuft ohne Ende gerade. Aber dann müssen wir auch noch erstmal die Sachen damit reinstellen. Sein, ich behalte das erstmal so. So, der war jetzt leer. So, dann müssen wir den hier noch einmal leer machen. Oh, toll. Toll, toll, toll. Dann müssen wir noch überall ein paar Pflanzen und sowas mit hinstellen. Das sieht hässlich aus. Ich meine, von drin ist das eigentlich ganz hübsch, aber von außen ist das echt nicht so die Wucht.
Warte, wir müssen einmal kurz nach oben. Wohl. Kann ich hier oben Pflanzen und sowas hinstellen mit? Wohl. Pflanzen. So, dann machen wir erstmal die ganzen Pflanzen rein. Obwohl, man kann ja auch erstmal alles reinmachen. Müssen wir dann nachher ein bisschen aussortieren. Also, wir müssen noch einen. So. Also sind wir schon bei 2 Millionen. Das läuft doch. Das mit den großen Sachen finde ich eigentlich ganz nett. So, das hier auf jeden Fall erstmal weg. Dann kommen die beiden hier weg. Dann kommt der hier weg. Und dann kommt der hier weg. So. Gucken wir mal kurz, ob da irgendwas runtergefallen ist. Toll, wie soll ich denn jetzt da oben ankommen? Können wir eine Leiter bauen? Nein, dafür brauchen wir natürlich Kobalt. Da ist noch ganz viel. Jetzt kann ich hier auch noch irgendwo was damit dazwischen. Ernsthaft, hier liegt überall immer so viel rum von dem Zeugs. Und dann, wenn man das mal braucht, dann muss man mal 3 Kilometer lang reisen. Aber siehst du, ich wusste doch, dass hier alles mitgekommen ist. Ich wusste es. So, wir brauchen eine Leiter. Bob. So. So, die wieder abgebaut. Subi. So, der muss hier einmal leer sein, damit wir den mitnehmen können. So, Essensstation machen wir uns da unten noch ein paar hin. Und mit dem. Nein, will ich nicht. Will reingucken. So, dann kann der mich schon wieder nachproduzieren. Dann haben wir schon wieder trinken. Das ist auch ganz super. Trinken. Trinken, trinken, trinken. Oha. Okay, wir müssen also erstmal noch mal gucken, dass wir hier irgendwie mal Eisen loswerden. So. Machen wir erstmal so. Eisen. Ernsthaft? Eisen. So. Eisen, 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 Eisen. So. Silizium haben wir auch da. Ja. Ach nee, warte mal. Bevor wir das mal hier da alles reinballern und uns dann fragen nachher, wo zum Henker wir eigentlich die ganzen Sachen hergekriegt haben, müssen wir erstmal wieder bauen. So, und den hier brauchen wir noch. Ach, dafür brauchen wir die eine Wasserflasche. Alles klar. Denn da ist er. Ach so, okay. Sieht man auch echt schwer bei dem Ding. So, und den da jetzt mal rein. So, hatten wir jetzt noch irgendwas mit abgebaut, was wir jetzt unbedingt noch mit haben müssen? Ich glaube nicht. Ich mag das mit dem Fenster auch voll gerne, aber das sieht von außen echt doof aus. So, jetzt können wir hier Eisen reinschmeißen. Eisen, Silizium, Magnesium haben wir nicht mehr, aber Titan und Kobalt. Oh, nein. Titan und Kobalt. So. Nun haben wir es aber. So, dann wollen wir die restliche Station da unten mal abbauen. Falls sie das überhaupt alles noch mitkriegen. Und dann haben wir das nämlich auch geschafft. Siehst du. So, einfach die ganzen Pflanzen immer rausnehmen.
Eigentlich wollte ich das ein bisschen hübscher oben machen, aber. Boah. Nein! Hol das Ding ab. Och, und jedes Mal drücke ich falsch. Wo stand er noch drinne? Hoppala. Das war nicht so geplant. Naja, dann müssen wir eben halt so ein paar Pflanzen da hübsch dekorieren. Immer. Dekoration ist alles, oder wie war das? Das sind die hier, ne? So, vier Pflänzchen wieder rein. So, wir auch wieder ordentlich was produzieren. Denn bauen wir mal einen großen Rest ab. Sind ja noch ein paar. Und dann haben wir das nämlich auch geschafft. Dann sind wir hier durch und dann können wir dann bald mit dem Ausbau empfangen. So. Da, 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 fertig. Umzug gelungen. Wir sind umgezogen. In einen hässlichen Block. Aber vielleicht machen wir das doch schöner. Aber erstmal sind wir weg. Was denn? Da ist das okay. Okay, das geht. Das geht auch. Haben wir jetzt noch einen über? Nein, uns fehlt einmal Eisen. Natürlich fehlt uns einmal Eisen. Haben wir noch einmal Eisen irgendwo? Ja, gut. Dann haben wir die Etage und mich da oben auch fertig. Erstmal. Da, 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 da. Puh, okay. Das haben wir. Da ist noch haufenweise Kobold. Einen möglichen Schrott. Ich meine, wenn wir das erstmal alles eingesammelt haben. Halleluja. Wie viel sind wir da? Wir sind ja schon bei 73% flüssiges Wasser. Aktuelle Stufe Regen. Nächste Stufe wäre dann flüssiges Wasser. Die fängt denn damit an. Und dann gibt es bald gar kein Eis mehr, falls es das überhaupt schon gibt. Nicht mehr gibt. Das heißt, wir sammeln jetzt erstmal kurz ein bisschen was. Hui. Mal eben ein bisschen sammeln. Muss man auch ab und zu mal machen. Ich glaube, für Kobold haben wir nicht mehr wirklich Platz. Aber ich hoffe mal, dass wir hier noch ein bisschen Eisen finden. Ist noch mehr Kobold. Silizium, Kobold, Kobold. Ich glaube, so viel Kobold brauchen wir gar nicht. Lithium und sowas ist, glaube ich, eher wichtig. Also ein bisschen Eis zum Bauen. Oh, ich muss das trinken. Und das mir gerade, ich habe nichts mit dabei. Ja, wenn man nicht aufpasst, dann passiert das schnell. Das sieht ja voll hässlich aus. Ich kann super bauen. Ich kann das richtig doll. Easy. Mal ich schaffe das auch noch rüber. Zack. Nehmen wir den Rest auch noch mit. Weil wir müssen ja sowieso rein. Supi. Unser hässliches Zuhause. Silizium. Oh, das war nicht Silizium. Eisen. Ein. Wow. Ich bin erschüttert. Ist auch noch Eisen drin. Eis. Ich habe keine Ahnung, ob wir das dann wirklich noch brauchen. So. Dann brauchen wir noch Titan. Und Kobalt. Also Kobalt brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. Und einmal Silizium, habe ich vergessen.
So, einmal Eisen haben wir noch drin. Supi. So, Essen, Trinken. Trinken alles rein. Ach, hier haben wir das alles drin. Ah, ja. Dann wollen wir mal gucken, dass wir dann noch ein bisschen mehr kriegen. Noch ein bisschen mehr Eis. Wenn das auch gehen würde. So, dann haben wir das nämlich auch schon fast fertig hier. Mal dieses ganze Kobalt lassen wir erstmal liegen. Eis können wir auch erstmal liegen lassen. Aber Hauptsache, wir können noch ein bisschen Eisen nach. Ein bisschen Titan. Oh, da liegt eine Kiste. Oder die Waffe. Minzins. Oh, toll. Ich kann nicht mal alles mitnehmen. Das können wir so mitnehmen. Und hier auch noch ganz viel Eisen. Ja gut, dann müssen wir eben halt nochmal los. Aber das muss ja auch alles voll gemacht werden. Wenn da erstmal 4 Schränke stehen, ne? Die müssen ja voll sein. Das nützt ja nun alles nichts. Dim, dim, da, dum, dum. Dann haben wir das nämlich auch gleich. So, Silizium. Silizium, Silizium, Silizium. Hier können wir Eis reinpacken. Falsches Eis. Magnesium ist auch gleich voll. So. Und Titan. Titan ist auch super. Können wir nämlich zum Weiterbau benutzen. Kobalt. Und Eisen. Und dann haben wir hier nämlich noch ein bisschen Essen. So. Halt. Falsche Richtung. So. Dann gehen wir noch einmal kurz raus. Und dann ist die Folge eigentlich auch schon wieder zu links vorbei. Upp. Die Kiste habe ich gar nicht gesehen. Man muss echt die Augen offen halten. Ist mal verloren in dieser Welt. Bevor hier nachher Wasser ist, wie nachher irgendwie kaum noch richtig da rankommen, können wir das Zeug lieber mitnehmen. Können wir lieber einmal sagen, verkennen die noch einmal rum und herum. Titan, Eisen, Silizium. Das ist dann haben wir doch schon wieder einen ganzen Teil unserer Vorräte wieder aufgefüllt nach unserem kleinen Bauabenteuer. Siehste. Wunderschön ist das. Wie viel Platz haben wir noch? Ein. Okay. Dann wandern wir jetzt wieder zurück. Guck mal, da haben wir da auch nochmal Eisen. Wundervoll. Siehste. Ah. Ich kann noch nicht mehr sitzen. Wir haben das schon wieder nach 11. Ja. 11:30 ist es. Ja, auch gleich ab ins Bett. Oh, wird nochmal anstrengend. Und dann wird es wieder ein bisschen ruhiger bei uns. Hoffentlich. Ich habe mich keinen Bock mehr. So, Eisen. So, Eisenvorräte mal hier ein bisschen auffüllen wieder. Danach werden wir auch Probleme kriegen, überhaupt Eisen wieder zu kriegen. Denke ich mal. Oh, Silizium ist voll. Warte mal, da müssen wir einmal Silizium da mit reinpacken. Magnesium, Titan. So, ihr Lieben, das war denn diese Folge. Wir sehen uns denn in der nächsten. Tschüss.